Ihr wolltet mehr und ihr bekommt mehr. Willkommen zurück zu Arietta of Spirits. Ich bin gespannt darauf, wie die Geschichte weitergeht. Nur zur Information für euch Leute, das ist jetzt noch kein Garant dafür, dass es jetzt als ganzes Let's Play hier läuft. Ich gucke halt immer, was von euch interessiert geguckt wird und ich möchte euch natürlich so viele Eindrücke wie möglich von dem Game geben, wenn ihr jetzt gesagt, okay, das war für mich vielleicht noch nicht genug Information, nur die Demo zu sehen, die hätte ich auch selber spielen können, spiele ich gerne ein bisschen weiter. Ich hätte es mir sowieso gekauft, weil ich echt wahnsinnig gespannt darauf bin, wie es hier weitergeht. Und weil ich das Game einfach vom Design her und von der Atmosphäre und von der Geschichte sehr, sehr cool finde. Und ich bin echt begeistert bisher und umso schöner, dass ihr auch begeistert seid und ich es mit euch weiterspielen kann. Also solange ihr dabei seid, mache ich es auch gerne weiter. Schauen wir mal, was die Zukunft bringt. Jetzt spielen wir erstmal weiter mit Arietta. Okay, hier wäre die Demo jetzt zu Ende gewesen, ne? Ich musste übrigens alles nochmal von vorne spielen, tatsächlich. Also wenn ihr die Demo gespielt habt, müsst ihr euch leider nochmal die 25 Minuten geben, die es die Demo dauert und müsst es nochmal spielen. Ist jetzt nicht ganz so tragisch, aber ja, es hätte besser sein können. Aber na komm, wollen wir mal nicht mutzen, ne? Wach auf. So, wer sagt das jetzt? Endlich. Wer sagt denn das? Ich weiß nicht, wie ich synchronisieren soll. Ja, eben. Wer ist da? Hier. Wo hier? Das ist immer geil, wenn man sagt hier. Oder am Telefon. Wenn jemand anruft und sagt, ich bin's. Ja. Dann weiß ich jetzt mehr als vorher, ne? Hä? Ein Gespenst. Psst, nicht so laut. Wir wollen doch deine Eltern nicht aufwecken. Ich kann dir versichern, dass ich kein Gespenst bin. Sieht aus wie ein fliegendes Spermium. Mir ist aber schon klar, dass ich sehr danach aussehe. Wie jetzt? Wie ein fliegendes Spermium oder wie ein Gespenst? Ich träume wohl noch. Würde ich wahrscheinlich in dem Moment auch denken. Ich fürchte, du bist tatsächlich wach. Leider erfordert es die Situation, dass ich mich vorzeitig sehen lasse. Hä? Was soll das heißen? Arietta, ich kenne dich schon sehr lange. Du hast mich allerdings noch nicht gesehen. Die meiste Zeit deines Lebens habe ich mich in den Schatten versteckt. Ich habe viele Jahre auf diesen Augenblick gewartet. Hör mir gut zu. Ich muss dir etwas Wichtiges sagen. Mein Name ist Arco. Ich komme aus einer Welt, die neben jener liegt, die du kennst. Man nennt sie das Geisterreich. Bis jetzt war es dir vollkommen verborgen, wie auch allen anderen. Meinesgleichen dient schon seit vielen Jahrtausenden den Menschen als Führer. Das wollen wir jetzt mal nicht weiter kommentieren, vor allen Dingen nicht, wenn wir in Deutschland spielen. Wir arbeiten zusammen, helfen denen, die gestorben sind und sich verirrt haben, Geister zu werden. Gefangene Erinnerungen über ihre Existenz, die den Weg nicht finden können, der sie weiterführt. Klingt ein bisschen wie dieses Spirit of... wie heißt es? Spiritfarer. Auch ein guter Indie-Titel. Da muss man auch Geistern helfen, ins Jenseits zu kommen. Du bist jetzt fähig, das Geisterreich um dich herum zu sehen, denn ich habe meine Energie mit deiner verbunden. Du bist jetzt das, was wir Geister eine Gebundene nennen. Ein Mensch, der an seinen Geisterführer gebunden ist. Und das bin ich für dich. Darf ich mir also noch nicht mal aussuchen. Also wenn ich mir jetzt hätte eins aussuchen können, hätte ich mich vielleicht doch nicht für ein fliegendes Spermium entschieden. Aber gut, seien wir mal nicht wählerisch. Wer kriegt schon einen Geist mal ebenso geschenkt? Ist ja irre. Andere Welten? Und Geister? Du meinst also doch sowas wie Gespenster? Wenn du es so nennen möchtest. Das heißt, er hat mich angelogen. Er hat vorhin gesagt, er ist kein Gespenst. So startet unsere Beziehung, hm? Nicht gerade sehr förderlich. Das Geisterreich ist wie ein Schleier, der über der Menschenwelt liegt. Wenn ein Mensch stirbt, aber nicht ins Jenseits eingehen kann, verfängt er sich in diesem Schleier.
Seine Energie wird eingefangen und wird so zum Geist. Es gibt immer einen Grund, warum jemand da hängen bleibt. Eine unerledigte Angelegenheit aus der Zeit, als die Person noch am Leben war. Oder die Unfähigkeit, ihr Schicksal zu akzeptieren. Unsere Aufgabe ist es, diese Geister auf ihrem Weg weiterzubringen. Okay, sie kann das wahrscheinlich auch nicht alles glauben. Ich kann das selbst sogar noch nicht richtig glauben, weil das so ein bisschen... Ja, also es wirkt ein bisschen so aus dem Nichts, aber sie scheint ja, Arietta scheint ja eine sehr, sehr wichtige Rolle zu spielen und das schon seit jeher. Also sie wussten ja, dass Arietta ganz besonders ist, aber warum gerade sie? Okay, nehmen wir an, ich glaube dir. Warum brauchst du mich? Seht ihr? Genau das meine ich ja. Warum hilfst du diesen Geistern oder was nicht einfach selbst? Wesen wie ich existieren nur als ätherische Geschöpfe aus reiner Energie. Wir haben keinen physischen Körper, nicht einmal im Geisterreich. Deshalb sind wir nicht in der Lage, in der uns umgebenden Welt etwas zu bewirken. Aber du als Gebundene hast jetzt die Möglichkeit, zwischen beiden Welten zu interagieren. Zwischen der Menschenwelt und dem Geisterreich. Es ist unsere Aufgabe, Menschen wie dich zu finden und anzuleiten, die wir für diese Tätigkeit als geeignet ansehen. Und du hast im Laufe deines Lebens großen Mut und Rechtschaffenheit gezeigt, zwei Eigenschaften, auf die wir Wert legen. Weil ich so eine Monsterwespe erledigt habe. Also Leute, wenn ihr da draußen irgendwann mal eine riesengroße Wespe seht, bringt sie um, dann kriegt ihr nicht nur Ärger mit dem Gesetz, weil Wespen, glaube ich, unter Naturschutz stehen. Ihr dürft sie, glaube ich, nicht töten. Sondern euch erscheinen auch noch Geister in der Nacht. Geil, oder? Überlegt euch zweimal, ob ihr in der Nähe von Wespen irgendwas Böses tut. Insbesondere in deinen jungen Jahren. Dennoch ist es sehr ungewöhnlich, dass wir jemanden diese Fähigkeit verleihen, bevor die Person erwachsen ist. Aber es hat sich etwas ereignet. Arietta, es gibt jemanden, der dringend deine Hilfe braucht. Lass mich raten, unsere Oma. Doch, bin ich mir ziemlich sicher. Es geht ja darum, dass die Oma gestorben ist und dass wir auf ihrer Farm jetzt sind, ohne sie, das erste Mal. Mutter total traurig und es scheint vielleicht, als ob die Oma vielleicht irgendwas noch zu erledigen hätte. Sie erwartet dich an der Angelstelle. Sie? Mhm. Plot-Twist, es ist meine Mutter, die ist tot. Stell dir das mal vor. Übrigens, es gibt Belohnungen, habt's gerade gesehen. Es gibt Belohnungen und man kriegt sogar eine Belohnung, wenn man einen Schmetterling tötet. Vorhin, als ich den Teil, den ich in der Demo gespielt habe, nochmal gespielt habe, habe ich wieder einen Schmetterling geschlagen und habe eine Belohnung gekriegt. Sadistisches Spiel. Oma! Arietta, Liebes. Oma. Aber wie... Du... Da war ein... Du bist... Tot? Das weiß ich doch, Liebes. Du brauchst deshalb nicht traurig zu sein. Es war Zeit für mich zu gehen. Der Tod gehört unausweichlich zum Leben und ich habe schon vor vielen Jahren meinen Frieden mit ihm gemacht. Wenn man so lange lebt wie ich, beginnt man über Dinge nachzudenken. Oma. Tatsächlich sagt meine Oma das auch immer wieder und ich kenne einige Leute, die in dem Alter sind, so ab 80 so rum, also wenn man das Glück hat, 80 zu werden, tatsächlich gibt es viele Leute, die dann tatsächlich über den Tod nachdenken und ihn quasi akzeptieren. Weil man weiß, dass das Leben ja sowieso jetzt jedes Jahr zu Ende sein könnte, ab 80. Man muss halt dann auch ehrlich mit sich selbst sein und sagen, ja, mit 80, jetzt ist der Tod dann irgendwann allgegenwärtig. Jeden Tag kann es soweit sein und dann muss man ihn akzeptieren. Ansonsten frisst es einen ja auf, die Angst davor, jeden Tag einfach zu erleben und Angst davor einzuschlafen. Ich glaube, da muss man halt einfach mit akzeptieren. Aber das können wir jüngeren Leute halt einfach noch nicht ganz verstehen, weil unser ganzes Leben noch vor uns liegt, ne?
Dein neuer Freund hat dafür gesorgt, dass wir uns noch einmal sehen. Dieses, komische Ding. Nein, es ist kein Spermium, Oma. Das habe ich schon gecheckt. Das ist ein Geist. Kein Spermium. Keine Sorge. Da ist er. Das Ding heißt Arco. A-R-C-O. Und wen nennst du hier komisch? Oma, warum bist du hier? Solltest du nicht... Ich bin noch nicht weitergekommen. Ich muss nämlich noch ein Versprechen erfüllen. Ah, jetzt kommen wir zum Kern der Sache. An deine Mutter. Habe ich mir schon fast gedacht. Vor mehr als 10 Jahren habe ich ihr versprochen, ihr den alten Ring unserer Familie zu hinterlassen. Wie ihn meine Mutter einst mir gegeben hat. Deinen silbernen Ring? Genau. Der Silber... Das Silber stammt aus der Silbermine auf dieser Insel. Es ist schon ewig in der Familie. In meinen letzten Tagen hier habe ich ihn verloren und ich hatte keine Gelegenheit, ihn zu suchen. Bis jetzt. Ich habe überall gesucht und ihn schließlich gefunden. Er lag einfach auf dem Boden bei der Quelle am Waldrand. Ich habe keine Ahnung, wie er dorthin gekommen ist. Aber kaum habe ich die Hand ausgestreckt, um ihn aufzuheben, tauchten grässliche Wesen auf und umzingelten mich. Ich hatte solche Angst, dass ich hierher gerannt bin. Gerannt, Oma. Und den Ring habe ich liegen lassen, wo ich ihn gefunden hatte. Da habe ich Arco getroffen. Diese schrecklichen Monster waren bestimmt auch hinter dem Ring her. Ich glaube, ich weiß, um welche Art Monster es sich handelt. Es wäre allerdings ungewöhnlich, dass sie auf einen Ring reagieren oder überhaupt auf einen Gegenstand. Ich sag's dir, die haben sich direkt darauf gestürzt. Aber darüber kann ich nur froh sein, denn ich konnte entwischen, während sie abgelenkt waren. Vielleicht sollten wir nachsehen, ob der Ring noch dort ist. Wenn es so ist, wie du glaubst, wäre ich sehr daran interessiert, den Ring zu sehen. Deswegen macht Arco das Ganze hier, ne? Von wegen unglücklichen Seelen helfen, in die Anderswelt zu kommen. Deren Schätze abstauben, um sie dann bei Geisterpfandleiern irgendwie hier da die große Kohle zu machen und der Obergeist zu sein hier, ne? Geister-Lamborghini und so, ne? Dann warst du also das ganze Jahr über hier? 1 Jahr? Was redest du da? Ich bin noch gar nicht lange hier. Glaube ich. Keine Sorge, Oma. Wir holen den Ring wieder. Ich will nicht, dass du wegen mir Ärger bekommst. Keine Sorge. Arco ist ja da und beschützt mich. Wir sind gleich wieder da. Außerdem sind wir es ja gewohnt. Mama schickt uns zu Wespen und lässt uns hier gegen Killerwespen antreten, nur wegen 3 Äpfeln. Also von dem her bleibt alles in der Familie. Dann komm, Arco. Ja. Okay, den Befehlston hat sie schon gut drauf. Bitte, seid ja vorsichtig. Na dann. Ich denke mal, die Silbermine wird in diese Richtung sein, da wo Papa das alles freigeräumt hat, oder? Wanderweg, Quelle am Waldrand. Seht ihr? Okay, ich habe mein Schwert immer noch. Was sind das eigentlich für Belohnungen, die ich gekriegt habe? Das weiß ich auch bis jetzt noch nicht. Das finden wir bestimmt noch raus. Jetzt müssen wir jetzt erst dafür sorgen, dass Oma ihren Ring bekommt. Den sie ja wiederum dann unserer Mutter geben möchte, ne? Oh Gott. Oh Gott, hilf! Alter, was ist mit dir los? Was ist... Alter, du Aggro-Viech. Oh, hast gesehen, wie die mich angegriffen hat? Na, au, au! Ich hab mich getroffen. Kannst du ein Herz droppen? Oh, Alter. Erstmal erschreckt die mich zu Tode. Und dann greift die auch noch so kacke an. Da, danke, ein Herz.
Also wenn ihr das Spiel auf schwierigerem Schwierigkeitsgrad spielt, ich spiele ja immer noch auf normal, auch jetzt in dieser Vollversion, die ich jetzt mittlerweile hergekauft habe, dann könnt ihr tatsächlich, aua. Sag mal. Alter, sag mal. Jetzt wird's aber langsam wirklich kackendreist, dieses Viech, ne? So, danke. Oh. Dann droppen weniger Herzen. Oh Gott sei Dank. Puh. Seht ihr? Ich glaube, wenn ich jetzt auf schwer gespielt hätte, dann wäre es schon deutlich schwieriger geworden. Und es wäre vielleicht sogar der erste Tod gewesen. Aber wäre ja nicht so schlimm. Wir reden ja hier mit den Toten. Deswegen ist das ja alles nicht so tragisch, ne? So. Au! Au! Nein! Au! Komm her. Also die Wespen sind gar nichts gegen diese Kack-Fledermäuse, ey. Das ist ja mega Agro-Viecher. Vor allem, ich glaube, ich müsste sie ja noch nicht mal alle besiegen, die ganzen Monster. Ich glaube, es ist halt lediglich, ja klar, besiegt die Monster, die dir im Weg stehen, um vorwärts zu kommen. Aber, ja. Also es gibt kein Auflevel-System, so meine ich das. Ja, Alter, Seht ihr? Ich kann jetzt auch einfach dran vorbeilaufen. Und das mache ich jetzt auch einfach mal, um ein bisschen weiterzukommen. Damit wir den Part nicht nur Story haben, sondern auch mal ein bisschen was geleistet, ne? So, irgendwo hier muss er einfach auf dem Boden liegen, hieß es. Ach, das ist wie ein Gegner. Einen Augenblick. Bevor wir weiter in den Wald hineingehen, solltest du noch etwas wissen. Und zwar was? Im Geisterreich wohnen nicht nur die Erinnerungen jener, die einmal lebendig waren. Und ich spreche auch nicht von meinesgleichen. Es gibt viele verschiedene ätherische Wesenheiten. Manche von ihnen sind freundlich oder sogar hilfreich, auch wenn das selten vorkommt. Und dann gibt es noch die bösartige Sorte. Wir nennen sie die Wanderer. Das erinnert so ein bisschen an Game of Thrones, ne? Die weißen Wanderer. Sie sind ein übles Pack, ziehen ständig von einem Ort zum anderen. Sie versuchen allem, was sie antreffen, Energie zu entziehen und dadurch mächtiger zu werden. Und als Gebundene bist du auch ein Ziel für sie, fürchte ich. Woher weiß ich, dass Arco kein Wanderer ist? Bin ich immer noch misstrauisch. Es tut mir leid, aber der hat so ein bisschen interessiert an dem Ring gewirkt. Vielleicht ist er ja der Bösartige. Wäre zumindest ein Plot-Twist. Die Wanderer nutzen die Energie, die sie aufnehmen, um sich zu vermehren. Und deshalb nimmt ihre Zahl stetig zu. Wie eine Krankheit, die sich im ganzen Geisterreich ausbreitet und bald alle angreift. Eine unserer wichtigsten Aufgaben seit jeher ist es, sie im Zaum zu halten. Davon wusste ich gar nichts. Du wusstest von alledem nichts. Gestern hast du einfach nur gegen Wespen gekämpft und Äpfel geklaut. Ich sag mal so, dass das jetzt eine zusätzliche Information ist, die du nicht wusstest, ist jetzt ab dem jetzigen Zeitpunkt vielleicht einfach nur noch hinnehmbar, oder? So nach dem Motto, ah ja gut, dann halt, ne? Ich meine, wenn sie das andere glaubt, glaubt sie bestimmt auch das. Dann sind also diese Wanderer, die Monster, von denen Oma erzählt hat. Und sie sind jetzt im ganzen Wald verstreut? Gibt es eine Möglichkeit, wie ich mich gegen sie wehren kann? Ja, hoffentlich nicht mit einem Holzschwert. Gib mir mal ein richtiges. Lass mich dein Holzschwert sehen. In seiner jetzigen Gestalt ist es vollkommen nutzlos gegen sie. Ja, siehste, jetzt komm, gib mir mal ein richtig geiles. Aus Platin. Aber mit Hilfe meiner Energie kann ich es sein volles Potenzial erwecken. Es ist blau. Wow, was ist mit ihm passiert? Er hat es blau angemalt. Dein Holzschwert ist nicht einfach nur ein Spielzeug. Es ist ein blaues Spielzeug. Es ist etwas ganz Besonderes. Wir nennen so etwas einen Kanal. Jetzt, das denkt er sich doch langsam noch aus, oder?
Das sind die Wanderer, das ist ein Kanal. Jetzt, also, ne? Kanäle sind Artefakte, die als Verbindung zwischen den Welten funktionieren. Sie verbinden die verschiedenen Daseinsebenen miteinander, seien sie für Menschen oder Geister. Das Band, das du zu ihm hast, können wir zu unserem Vorteil nutzen. Allerdings muss ich sagen, es ist nicht der mächtigste Kanal, den es hier gibt. Es ist nicht der Canale Grande. Aber seine Macht reicht aus, es mir zu ermöglichen, meine Energie hindurchzuleiten. Und jeden Schlag zu verstärken, den du damit ausführst. Hättest du mir das mal vorhin gegen die scheiß Fledermäuse schon gegeben. Da hast du mich noch fast verrecken lassen. Und jetzt? Übrigens, hier hast du einen Kanal. Jetzt hau zu. Die Wanderer, die das Pech haben, in den Weg der Klinge zu geraten, werden es gewiss spüren. Kanäle sind schwer zu bekommen, also pass gut darauf auf. Außerdem sind die Wanderer immer darauf aus, einen zu erwischen. Ich habe dich schon oft ein Schwert schwingen sehen. Ob aus Holz oder nicht, du bist da durchaus in der Lage, damit umzugehen. Ja, schon, aber ein paar wütende Wespen damit abzuwehren, ist schon etwas anderes. Du musst dir selbst mehr vertrauen. Versuche es einmal. Okay, nimm das! Genau, einfach mal Arco umbringen. Einfach nur so als Test. Dein Holzschwert, der ist ja eh schon tot. Dein Holzschwert wurde in ein Geisterschwert verwandelt. Jetzt hast du die Möglichkeit, dich gegen die Wanderer zu verteidigen. Schön. Ich weiß, dass du deiner Großmutter helfen willst, ganz gleich, was du dafür tun musst. Vergiss nicht, Arietta, wir schaffen das gemeinsam. Unsere einzige Chance, es mit ihnen aufzunehmen, besteht darin, unsere Kräfte zu bündeln. Du wirst also dieses Schwert schwingen und ich sorge dafür, dass jeder Treffer zählt. Gut. Und nenn mich bitte Ari. Ja, und ob Ari und Arco es tatsächlich schaffen, das Artefakt der Oma zu holen, mit Hilfe eines Kanals, das könnt ihr, wenn ihr wollt, das nächste Mal sehen. Zeigt es mir in Form von Bewertungen und Kommentare, dass ihr mehr von diesem Spiel sehen wollt und dann kann ich es euch gerne präsentieren. Ich bin auf jeden Fall gespannt, wie es weitergeht. Bis zum nächsten Mal bei Arietta of Spirits. Und da gähnt sie schon. Gute Nacht, liebe Leute.